So, von sehr vielen Familien, der Waldverband, Familie, bekommen wir immer die Rückmeldung, Montag ist Waldmontagzeit und das sogar zu Zeiten der Fußballweltmeisterschaft. Und zwischen Japan und Kroatien, wie man gerade das Elferschießen geschaut, und Südkorea und Brasilien bringen wir wichtiges Wissen über die Bewirtschaftung unserer Wälder in eure Wohnzimmer. Ich bin der Maximilian Handlos vom Waldverband Steiermark, der durch den Waldmontag, der durch den Abend führt. Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid beim Waldmontag, dem digitalen Holzstammtisch des Waldverband Steiermark gemeinsam mit der Forstlichen Ausbildungsstätte Bichl. Unsere Expertenrunde für den bereits 46. Waldmontag. Wir begrüßen ganz herzlich von der Forstlichen Ausbildungsstätte Bichl Frau Diplom-Ingenieur Dagmar Karisch-Gira. Hallo, servus Dagmar. Magst du ein paar Worte sagen zu dir, bitte? Ja, grüß euch, grüß Gott an alle. Herzlichen Dank, dass ich heute ein bisschen was erzählen darf über das Thema, wie rechnet sich der Kleinwald, aus Sicht vom Forstarbeitskreis, den ich seit 20 Jahren, träume ich fast nicht so, mittlerweile betreue. Danke, Dagmar. Die Dagmar ist ja wirklich eine Expertin, was dieses Thema das heutige betrifft. Und wir sind schon ganz gespannt auf deine Ausführungen. Ja, wir haben das Match gegen die Fußball-WM. Betriebswirtschaft gegen Fußball. Aus der Oststeiermark haben wir heute dabei unseren Waldhelfer vom Waldverband Hartberg-Fürstenfeld, den Herrn Thomas Weber. Hallo, servus Thomas. Ja, servus, grüß euch, hallo. Ein paar Worte zu dir, dass du nicht ganz fremd bist für unsere Leute. Ja, nein, wie schon gesagt, Max, Name, bin der Weber Thomas, bin Waldhelfer in der Regionalstadt Hartberg-Fürstenfeld. Mache zusätzlich auch noch neben der Biomasse abrechnen, die ganzen Zufuhreinteilungen, die Mitgliederverwaltung. Wir haben immerhin 3.500 Mitglieder in unserer Regionalstelle. Ist immer was zum Tun, die ganze Wochen- und Zufuhreinteilung mache ich. Und ja, und ich freue mich heute auf die Diskussion und wird sicher spannend werden, ja. Danke, Thomas. Der Thomas wird eher so die Expertise einbringen von den kleineren Waldbesitzern und Waldbesitzerinnen, die eben da in der Oststeiermark oder auch in der Südoststeiermark daheim sind. Aus der Obersteiermark, aus dem Bezirk Leoben, dabei ist der Thomas Birker. Hallo, servus Thomas. Hallo, schönen guten Abend. Grüß euch. Ich bin schon seit 10 Jahren im Arbeitskreis Forst und ich bewirtschafte Forstfläche und eine landwirtschaftliche Fläche. Und die Zahlen, was man beim Arbeitskreis jährlich sieht, beziehungsweise oder monatlich, je nachdem, wie man es auswertet, die bringen mir sehr viel, finde ich, für die Planung, beziehungsweise wie mein nächstes Jahr, Arbeitsjahr plane. Also ich finde es sehr wichtig, dass man seine Zahlen im Blick hat. Schön, Thomas, du wirst da die praktische Expertise einbringen für alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Thomas ist auch sehr aktiv im Waldverband Leoben, ist Obmann, Stellvertreter. Und wirklich ein sehr engagierter Waldbauer. Unser technischer Support heute von der Forstlichen Ausbildungsstätte Bichl, Katrin van Zeist. Hallo, servus Katrin. Und an meiner Seite schon wie gewohnt unser Mitarbeiter Paul Gebhardt. Grüß euch. Das Thema heute, wie rechnet sich der Kleinwald? Alleine bei der Definition habe ich mir heute schon gedacht, gell, dass wir den Begriff Kleinwald ja unterschiedlich sicherlich auch definieren oder sehen, vor allem auch, gell? Weil in vielen, vielen Definitionen, so wie wir das oft auch kommunizieren oder formulieren, heißt es ja Kleinwald bis 200 Hektar Waldfläche. Und gerade so die kleineren Waldbesitzer und Besitzerinnen, so wie es vielleicht in Hartberg-Fürstenfeld drüben sind, die 2, 3, 4, 5 Hektar bewirtschaften, wenn du zu denen sagst, gell, der Kleinwald geht bis zu 200 Hektar, dann sagen die wahrscheinlich, na, das kann es auch nicht sein, weil das sind für mich ja schon die Großwaldbesitzer. Aber für die Frage heute stellt sich wirklich, ist wirklich die Fläche die richtige Definition, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie rechnet sich der Kleinwald? Stellt sich nicht die Frage, wie wir den Wald bewirtschaften?
Und da möchte ich auf einen Forstlehrer verweisen, der mir mal erzählt hat, er hat unterrichtet in der Weinbauschule, dort wo eben Forstwirtschaft sowieso ein untergeordnetes Thema ist, wenn, aber trotzdem ist dort auch Forstwirtschaft unterrichtet worden. Und er hat halt gemacht, er hat zu den Schülern und Schülerinnen immer versucht zu vermitteln, egal wie viel Wald du hast, wenn du nur einen Hektar hast, ist es wichtig, dass du ihn ordentlich bewirtschaftest und dann werden sie, wird der Wald trotzdem was abwerfen. Und der stabile Wald ist einfach das, was einfach total wichtig ist. Daher freue ich mich heute auf den Waldmontag auch, weil ich mir denke, wir werden da einiges von der Arbeitskreisleiterin, von der Dagmar hören, wie sich der Wald eben rechnet und auch von unseren Experten. Ein paar wichtige Informationen noch, wie schon gewohnt, also wir zeichnen den Waldmontag auf. All das, was ihr da seht am Bildschirm, das speichern wir ab und stellen wir zum Nachsehen auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung. Und für alle, die was gern mitdiskutieren wollen, am unteren Bildschirmrand bitte den Button F und A benutzen. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt das einfach rein und wir versuchen das zu beantworten. So viel, so gut zum Start. Und ich bitte dich, Dagmar, dass du gleich mal mit dem ersten Teil deiner Präsentation startest. Ja, wie rechnet sich der Kleinwald? Das ist schon mal die erste gute Frage, die ich gut positiv beantworten kann. Ganz einfach. Um zu schauen, ob sich der Kleinwald rechnet, brauche ich kein Wunderwutzi sein, sondern es reicht, die 4 Grundrechenarten zu beherrschen. Addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und ich kriege unterm Strich schon ein Ergebnis, außer dass man sagt, ob sich der Wald rechnet. Und zur Frage, ob sich der Wald rechnet, hast du eigentlich schon die Antwort gegeben, Max. Wenn er gut bewirtschaftet ist und nachhaltig bewirtschaftet, dann rechnet er sich. Ihr seid jetzt aber vermutlich nicht deswegen da, damit ihr den Max und mich sagen hört, der Wald rechnet sich, sondern ihr werdet vermutlich doch ein paar Zahlen auch noch dazu wissen wollen. Und ich habe auf Basis der Zahlen vom Arbeitskreis Forst einen Musterbetrieb konstruiert. Also es liegt dem natürlich ein echter Betrieb zugrunde, der ein bisschen verfremdet worden ist. Und anhand von dem Betrieb hoffe ich, dass ich euch das einigermaßen anschaulich erläutern kann, was der Wald in der Lage ist zu erbringen. Ups. Und zwar habe ich den Betrieb Musterwald konstruiert. Rechts unten seht ihr ein Büttel, das ist so ein typischer Betrieb aus dem Murmürztal. Beim Birkadomenle oben schaut es ähnlich aus, wenn man nicht ganz steil zu den Berg zuwiegt. Ist ein gemischter Betrieb mit Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Waldfläche von 48 Hektar, also nicht ganz klein. Das habe ich aber nicht nur um die Größe, um zu untermauern, dass das erst ab 30 oder 40 Hektar geht und nicht ab 3 Hektar. Aber die Zahlen sind halt ein bisschen eindrucksvoller, wenn es fünfstellig sind. Und deswegen habe ich einen Betrieb in der Größe gewählt. Man kann das genauso gut auch mit einem kleineren Betrieb oberrechnen. Auch wenn die Relationen dann ein bisschen anders sind. Der Forsteinheitswert in dem Betrieb liegt bei ein bisschen unter 10.000 Euro, Gesamteinheitswert 25.000. Das ist deswegen relevant, wenn wir später auf die Abgaben vom Einheitswert hinschauen. Die Bringung kann der Betrieb selber weitgehend mit Traktor oder eigentlich zur Gänze mit Traktor und Seilwinde bewältigen. Der nachhaltige Einschlag ist konservativ vorsichtig angesetzt mit 290 Erntefestmeter. Das entspricht, ich sage mal, ungefähr 320, 330 Vorratsfestmeter. Und mit dieser Basis stellt sich der Betrieb ein paar Fragen. Nachdem die Frauen in der Regel ganz gut wissen, wie es im Betrieb finanziell ausschaut, denkt auch die Frau Musterwald mit bei diesen Fragen. Und zwar interessiert die Haushaltsvorständinnen in der Regel immer, welches Einkommen kann aus dem Betrieb nachhaltig und unter Normalbedingungen lukriert werden. Nachhaltig, das hat der Max schon gesagt, ordentlich bewirtschaftet, das heißt nachhaltig bewirtschaftet. Und Normalbedingungen ist natürlich ein bisschen ein dehnbarer Begriff, weil was ist schon normal in Zeiten wie diesen? Schauen wir uns auch ein bisschen an. Und wir werden uns anschauen, wie wirkt sich das aus, wenn ich mehr Holz mache oder wenn ich weniger Holz mache. Das ist nämlich ein Faktor, der von den meisten Waldbesitzern ganz, ganz stark unterschätzt wird, interessanterweise. Und wir schauen uns natürlich das an, was sich keiner wünscht, was aber trotzdem regelmäßig passiert. Die Bahnbrechen oder die Käfer knuspern oder beides hintereinander. Was passiert dann mit dem Einkommen aus dem Wald? Ja, den schönen Spruch, wer schreibt, der bleibt, kennt wahrscheinlich ja jeder.
Genauso viel wie in Kennern, sage ich jetzt einmal, 80% davon mengen nicht, weil das ist die einzige Krux bei der ganzen Geschichte. Der Forst ist weitestgehend aufzeichnungsfreie Zone, wenn ich es vergleiche mit Rindviechern oder Schweindeln, wo ich, sobald irgendwas das Licht der Welt erblickt, schon die Ohrmarke zücken muss und aufschreiben und melden muss und ich weiß nicht, was noch ist. Im Wald braucht man in der Regel nichts aufschreiben oder so gut wie nichts. Trotzdem ist Aufschreiben, auch wenn es ein bisschen lästig ist, die Basis für das, was wir jetzt da anschauen. Wenn ich nichts aufschreibe und nichts zusammengehalte, dann kann ich letzten Endes meine wirtschaftliche Situation nur mit einem Blick aufs Konto beantworten. Aber das allein ist es nicht, das wissen wir auch ganz genau. Das Konto schaut super aus, wenn gerade drei Holzzüge eingegangen sind, aber das kann ein halbes Jahr später schon wieder ganz anders ausschauen und sagt nichts darüber, ob der Betrieb wirtschaftlich geführt ist oder nicht. Also ganz ohne Schreiben kommen wir nicht aus. Das Gute ist, dass die Schreiberei im Wald eigentlich relativ überschaubar ist im Vergleich zu anderen Betriebszweigen. Also die Anzahl der Eingangs- und Ausgangsrechnungen hält sich in der Regel in Grenzen. Was ein bisschen Aufwand ist, ist, dass man die Arbeit mitschreiben sollte. Weil die Arbeit ist letztendlich einer der größten Kostenfaktoren im eigenen Wald, wenn man selber arbeitet. Aber die Familie Musterwald hat gesagt, jetzt sind sie im Arbeitskreis, also sind sie mehr oder weniger freundlich von mir motiviert, andere sind gezwungen, Betriebsaufzeichnungen zu führen. Was schreiben sie auf? Sie schreiben auf sämtliche Familienarbeitskraftstunden, die unbezahlt sind. Wenn sie sich selber auch was zahlen täten, also wenn der Junior zum Beispiel mitarbeitet, der eigentlich nicht mehr daheim wohnt und der kriegt was zahlt, dann fallen seine Stunden da nicht rein. Aber alles andere, was innerhalb der Familie läuft und nicht bezahlt wird unmittelbar, wird aufgeschrieben. Das wird auch bewertet mit einem Stundensatz von 13 Euro. Ich höre schon, wie 7 Achtel jetzt vor dem Bildschirm sagen, an 13 Euro arbeite ich aber sicher nicht. Das ist mir schon vollkommen klar, dass alle gern mehr als 13 Euro verdienen wollen, möchten und dass das das Ziel ist. Aber wir wollen ja die Kosten, die wir herausbringen, vor allem wenn wir an Holzerntekosten zum Beispiel denken, auch vergleichen können mit denen von Forstbetrieben und von Unternehmen zum Beispiel. Und deswegen habe ich die 13 Euro genommen, weil das orientiert sich ein bisschen am Kollektivvertrag für die Forstarbeiter laut Landarbeiterkammer. Das ist der Grund, warum wir 13 Euro einsetzen, einfach damit Holzerntekosten etc. vergleichbar sind. Außerdem schreibt die Familie Musterwald auf, wie lange die betriebseigenen Maschinen im Einsatz sind, mit betriebsindividuell kalkulierten Stundensätzen. Also wir verwenden keine Mustersätze, weil ich mit denen aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz glücklich bin, gerade was die unterstellten Auslastungen angeht, aber da werden wir auch noch einen Blick näher hinwerfen. Und sie schreiben auf alle forstbezogenen Ausgaben, also alle Kosten, die irgendwo für den Wald anfallen, wobei ich habe es eh schon gesagt, also nach 20 Jahren Arbeitskreisaufzeichnungen kann ich sagen, die Anzahl von Zetteln ist in der Regel überschaubar. Das sind alle Ausgaben für Forstpflanzen, zum Beispiel die Abgaben vom Einheitswert, Kosten für Weiterbildung und, und. Nachdem die Grenze für Umsatzsteuer relativ hoch ist in der Land- und Forstwirtschaft und bei uns niemand dabei ist, der Umsatzsteuer abführt, erfassen wir alles inklusive Mehrwertsteuer, aber ohne Einkommenssteuern. Und natürlich gibt es Gott sei Dank nicht nur Ausgaben, sondern auch Erträge. Auch die werden erfasst, alles, was aus dem Wald irgendwie Erträge bringt, inklusive Eigenverbrauch. Und auch hier wieder die Mehrwertsteuer wird aufgeschrieben. Und natürlich die erzeigten Erntefestmeter. Ohne erzeigte Erntefestmeter haben wir keine Bezugsgröße als Vergleichswert und deswegen brauchen wir den natürlich auch. Und alles, was aufgezeichnet wird, egal ob Ausgabe oder Einnahme, wird mehr oder weniger automatisch einer dieser 5 Kostenstellen zugeordnet. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Beispiel als Maßnahme auswähle, das war eine Durchforstung, wird das automatisch auf die Holzernte gebucht. Wenn ich anklicke, ich zeichne jetzt die Arbeitsstunden für den Wildverbissschutz auf, ist das automatisch Waldbau. Dann haben wir noch die Anlagen, also sprich alles rund um Wegebau und Wegerhaltung, den Bereich der Verwaltung, also Weiterbildungen, Waldverbandssitzungen, Waldmontage, kommt auf die Verwaltung und alles, was zu den Vieren nicht zugepasst, landet in der Rubrik Sonstiges. Ist in der Regel relativ wenig. Jo, wie schaut jetzt die Ausgabenseite im Betrieb Musterwald aus? Der Herr Muster schreibt sich das immer auf, oder der Herr Musterwald, und weiß daher, dass die Holzernte, wenn er sie selber erledigt mit Traktor und Seilwinde, 28 Euro pro Erntefestmeter ausmacht. Alternativ habe ich auch gerechnet, was wäre, wenn er sie vergibt, da fährt er
ein bisschen billiger mit 24 Euro. Also es ist, sage ich jetzt, kein ganz unfreundliches Gelände im Betrieb Musterwald, so ein typischer Mittelgebirgsbetrieb halt. Die Waldbaukosten hat das Jahr ausgerechnet, da kommt auf 3,70 Euro pro Erntefestmeter. Die Kosten für die Wege belaufen sich auf 2,83 Euro. Also das sind bitte alles Echtwerte bzw. Durchschnittswerte aus dem Arbeitskreis Forst. Das rechnen wir immer pro Erntefestmeter, weil das sind natürlich Größen, die ganz interessant sind, wenn ich sie vergleichen kann. Was ich da jetzt nicht auf den Erntefestmeter oder noch nicht auf den Erntefestmeter aber gerechnet habe, sind die sogenannten Verwaltungskosten. Warum stelle ich das so dar? Weil den wenigsten klar ist, wie hoch die wirklich sind in ihrer Gesamtheit. Es fällt für einen Betrieb mit 48 Hektar nicht ganz wenig Arbeitszeit an. Ich sage jetzt einmal ungefähr 55 Stunden. Das ist nicht rasend viel. Das ist, wenn ich sage, ich bin nicht jede Woche im Wald, sondern das 1,5 Stunden pro Woche. Die meisten sagen, gerade neue Arbeitskreismitglieder, wenn ich sie frage, und wie viel Verwaltungskosten oder wie viel Zeit brauchst du für die Betriebsverwaltung, das ist Holzabrechnungen kontrollieren und eben auf Sitzungen gehen, Kammerberatung, Steuerberater oder was man halt so hat. Dann sagen alle, ja, das ist nichts, das sind 15 Stunden im Jahr. Und man dann sagt, okay, und wie lange telefonierst du in der Woche mit dem Waldhöfer, mit dem Frechter, tust Holzabrechnungen kontrollieren und so, naja, eine halbe Stunde ist gleich drauf in der Woche. Sage ich, okay. Gut, und dann noch ein bisschen was dazu und dann bin ich ganz flott auf 50 Stunden im Jahr. Wird von vielen unterschätzt. Was auch von vielen unterschätzt wird, nämlich auf den Wald bezogen, nicht in ihrer gesamten Höhe, sind die Abgaben vom Einheitswert, die an die Sozialversicherung abzuliefern sind. Natürlich sagt ja jeder, ja, das sind hohe Abgaben, aber wir rechnen das im Arbeitskreis Forst dann noch einmal herunter auf den Wald, nämlich anteilig zum Einheitswert. Deswegen habe ich vorher den Einheitswert angeschrieben. Das heißt, wenn der Betrieb Hausnummer 33% Forsteinheitswert vom Gesamteinheitswert hat, dann werden ihm 33% der Abgaben vom Einheitswert, mit Ausnahme der Kirchensteuer, weil manche sind dabei und manche nicht, aber alles andere wird dem Wald zugeschlagen. Und du kommst gleich einmal bei so einem Betrieb auf 4.500 Euro. Das ist einer der Punkte, wo der Kleinwald oder der Kleinstwald etwas benachteiligt ist, sage ich auch gleich dazu, gegenüber größeren Betrieben. Dort macht die Sozialversicherung umgerechnet auf den nachhaltig geernteten Erntefestmeter proportional mehr aus als in größeren Betrieben. Das jetzt noch mal gleich ein bisschen vorweg genommen. Das ist mir irgendwann einmal aufgefallen, wie ich einen relativ kleinen Betrieb angeschaut habe und dreimal nachgerechnet habe, ob diese Abgaben wirklich stimmen können. Und dann muss man sich mal ein bisschen anschauen, wie die Sozialversicherung ermittelt wird. Und der Sockelbetrag ist tatsächlich so hoch, dass kleine Betriebe da doch etwas stärker belastet sind noch als größere Betriebe. Aber unser Betrieb liegt bei ungefähr 4.500 Euro. Dann gibt es noch diverse andere Abgaben vom Einheitswert. Es gibt eine Grundsteuer, es gibt eine Kammerumlage, es gibt die Abgabe vom land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Dann muss man noch ein wenig mit dem Auto mal umfahren zu den diversen Sitzungen. Man hat anteilig ein Büro zu erhalten mit Internet und Handy und, und. Und der Herr Musterwald oder auch die Frau Musterwald oder beide machen auch regelmäßig eine Weiterbildung. Das läppert sich mitsamt hin und zurückfahren und allem drum und dran auch ein bisschen zusammen. Jedenfalls haben wir insgesamt Verwaltungskosten von 6.500 Euro. Für die Rechnungswesen und Betriebswirtschaft Feinspitze, da ist der Begriff Verwaltungskosten jetzt natürlich nicht ganz korrekt, wenn man die Sozialversicherung einnimmt. Ich habe es deswegen ganz bewusst auf dieser Kostenstelle geparkt, damit es in ihrer Gesamtheit darstellen kann. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, warum das nicht ganz uninteressant ist. Ich muss für die folgende Rechnung, die ich euch jetzt sage, noch unterstellen oder zwei Annahmen erläutern. Die eine Annahme, die ich getroffen habe, ist, dass die Holzernte, Waldbau- und Anlagenkosten, also diese 28 und 3,70 Euro und 2,83 Euro pro Erntefestmeter immer gleich bleiben. Also wenn ich viel Holz mache, ist es gleich hoch, als wenn ich wenig Holz mache. Das ist ein bisschen eine vereinfachte Annahme, sonst wären wir da jetzt mit dem Rechnen und mit dem Erklären nicht fertig, aber sie wird nicht ganz falsch sein. Was ich dann noch unterstellt habe, ist, wenn der Betrieb weniger Holz macht, dann braucht er nicht 55 Arbeitsstunden, einfach für den ganzen Holzverkauf und das Übernahme etc. weniger Zeit auffällt, da gefällt ein bisschen weniger Arbeitszeit an. Aber ansonsten, wie gesagt, sind die Kosten weitestgehend konstant. Jo. Nachdem das Leben nicht nur eine Variante kennt, sondern mehrere Varianten, schauen wir uns zwei Konstellationen an. Die eine ist, der Herr Musterwald macht das Holz selber. Die zweite Variante ist, der Herr Musterwald vergibt die Holzernte.
Und wir schauen uns drei Einschlagsvarianten an. Die eine ist die mit den 290 Erntefestmetern. Das entspricht 6 Erntefestmetern pro Hektar. Also wie gesagt, recht vorsichtig, beziehungsweise 7 Vorratsfestmeter. Die zweite Variante ist ein wenig höher. Da macht er 7,5 Erntefestmeter, beziehungsweise fast 9 Vorratsfestmeter. Und die dritte Variante ist eine, wo er sehr wenig Holz macht. Kommt aber auch nicht ganz selten vor, sage ich auch gleich dazu. Nämlich nur 2,5 Erntefestmeter, beziehungsweise schwach 3 Vorratsfestmeter pro Hektar. Und die drei Varianten schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an, wie sie die auswirken. So, jetzt wird einmal gerechnet. Jetzt kommt einmal diese hübsche Säule. Die ist wurscht, welche Holzmenge, haben wir gesagt, immer gleich hoch. Holzernte kostet in Eigenregie immer 28 Euro, bei Fremdleistung 24 Euro. Beim Waldbau haben wir gesagt, das ist auch immer gleich hoch, das sind ein paar zerquetschte, Anlagen das gleiche, 2-3 Euro. Und jetzt, da kommt's. Das sind die Verwaltungskosten. Und jetzt wisst ihr, warum ich die Sozialversicherung da drinnen geparkt habe. Weil man da nämlich das erste Mal ganz deutlich sieht, wie sich das auf die Gesamtkostenstruktur im Betrieb auswirkt. Wenn er seine nachhaltige Holzmenge erntet von 290 Erntefestmeter, dann bin ich bei den Gesamtkosten, je nachdem, ob ich die Arbeit selber mache oder Fremdleistung habe, bin ich da bei rund 57, 58 Euro oder ungefähr 52 Euro. Bei den 360 Erntefestmeter komme ich ein bisschen over, weil sie die Kosten, die Verwaltungskosten besser verteilen. Alles andere bleibt ja gleich. Aber was den wenigsten bewusst ist, wenn er nur 120 Erntefestmeter macht, dann sind die Verwaltungskosten mit Abstand der allergrößte Kostenposten, den der einzelne Erntefestmeter tragen muss. Und das ist ein Punkt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sehr viele, die keine Aufzeichnungen machen oder gewisse Aspekte außer Acht lassen, dass ihnen das nicht klar ist. Was man natürlich auch noch berücksichtigen muss, wenn man Eigenleistung und Fremdleistung anschaut, bei der Fremdleistung sind die 24 Euro zur Gänze weg. Bei der Eigenleistung ist natürlich nicht alles für die 28 Euro weg, weil ein Teil entfällt auf die Maschinenkosten, da sind Abschreibungen etc. drinnen und der andere Teil entfällt natürlich auf die Eigenleistung. Und nachdem die Stunde ja nicht ausbezahlt wird, bleibt das Geld ja am Betrieb. Aber ich habe es ja vorher gesagt, zu Vergleichszwecken müssen wir es so rechnen, sonst wird man den Unterschied nicht sehen zwischen Eigen- und Fremdleistung. Jo, also so schaut es einmal aus mit den Verwaltungskosten. Mal schön durchsickern lassen. 50 Euro pro Erntefestmeter, gell? Kostet das. Bei dem Betrieb. Man hat jetzt auch schon ganz gut gesehen, was die Hauptkostenblöcke sind. Die Hauptkostenblöcke sind, ich gehe nochmal zurück, nicht die grüne und nicht die graue Säule oder der Teil von der Säule, sondern der Hauptkosten oder die Hauptkostenposition ist das braune, die Holzernte und das türkise. Ha. Nein, ich sage jetzt nichts dazu. Die türkise Säule ist eine relativ große Bürde. Wer also glaubt, er kann sie im Waldbau gesund sparen oder indem er seine Wege verkümmern lässt, der kriegt spätestens ein paar Jahre später die doppelte Rechnung, weil dort ist nicht viel zum Holen. Wenn der Waldbau 3,50 Euro kostet und die quetsch 1 Euro aus, ja super, gratuliere, 300 Euro gespart, je nach Einschlagshöhe. Also das wird ganz sicher keiner aus dem Verderben außerreißen, diese Kosten. Die wirklichen großen Kosten stecken einerseits in der Holzernte drin, wie gesagt, und andererseits in den Verwaltungskosten. Nehmen wir uns zuerst einmal die Holzerntekosten vor. Man hat im Wald natürlich ein bisschen einen Nachteil in der Form, dass der Wald selber ja was eigentlich recht Unbewegliches ist. Die Bringungslage ist, wie sie ist. Die Bestände sind, wie sie sind, die kann ich kurzfristig nicht ändern. Ich meine, ich kann es vom Stehenden zum Liegenden befördern, aber das ist halt auch eher unumkehrbare Maßnahme. Aber grundsätzlich das, was ich vorfinde, kann ich langfristig verändern, aber kurzfristig kann ich nicht sagen, so wie es bei den Rindviechern sagen kann, wenn ich mit den einen Tieren nicht zufrieden bin, dann kaufe ich mir andere. Sehr vereinfacht gesagt, das funktioniert im Wald nicht ganz so. Wie weit man den Dieselpreis beeinflussen kann, haben wir in den letzten Monaten auch recht anschaulich gesehen. Da kann ich ein bisschen günstiger oder ein bisschen teurer einkaufen, aber ich sage jetzt, ob er 1 Euro ausmacht oder 2 Euro ausmacht, habe ich nicht in der Hand. Was man aber schon kann bei den Holzerntekosten, einerseits natürlich, aber da gibt es berufenere Experten als mich, was den Holzmarkt angeht, die richtigen Bäume umschneiden.
Es gibt immer einen Holzmarkt für die richtigen Bäume und einen Holzmarkt für die falschen Bäume. Und was natürlich noch dazu kommt, wenn man jetzt die Arbeitslehre anschaut, es gibt sowas wie ein Stückmassegesetz. Natürlich kosten viel dünne Bäume mehr Zeit als wenig dicke Bäume. Das heißt jetzt nicht, dass man nur dicke Bäume umschneiden soll, aber der Zusammenhang muss einmal bewusst sein. Was ich natürlich auch kann, ist die Bringungslage zu beachten, beziehungsweise wenn sie nicht ganz günstig ist für mich, sollte man auch auf die Erschließung hinschauen. Das kann langfristig sehr wohl die Kostensituation deutlich verbessern. Ich muss natürlich auch im Hinterkopf halten, dass ich nicht immer nur die Bäume nehmen kann, die neben der Straße stehen, weil irgendwann einmal stehen natürlich Festmeter und die weiter entfernt sind. Und die sind dann zwar vielleicht pro Festmeter gleich viel wert, aber leider kostet die Ernte doppelt so viel. Also das muss ich noch berücksichtigen. Geeignete Arbeitsweise und Arbeitsorganisation, das ist der Punkt, wo sich eine Ausbildung massiv niederschlägt hoffentlich, aber natürlich auch die Motivation, aber auch die Frage der Eigen- oder Fremdleistung. Und der letzte Punkt, das ist einer, der im Hinblick auf die Kosten fast der kritischste ist, würde ich sagen, man kann die geeigneten Maschinen wählen und man sollte diese Maschinen entsprechend auslasten. Und das ist im Kleinwald mit Abstand einer der kritischsten Punkte auf der Kostenseite. Geeignete Maschine habe ich schon gesagt, Auslastung habe ich schon gesagt und das dritte ist die Notwendigkeit. Notwendigkeit ist ein Punkt, da kommt man jetzt ganz lang rein. Ich kann auch nicht beurteilen, wie notwendig es ist, dass wer einen Porsche fährt, weil er kann mit einem Skoda oder einem VW Käfer auch ans Ziel. Trotzdem ist für den einen ein Porsche notwendig, für den anderen nicht. Im Wald fahren wir selten mit einem Porsche immer dumm, aber ich sage einmal, ob alle Maschinen in der Ausstattung, wie sie im Wald draußen sind und mit den PS, wie sie da stehen, notwendig sind, dürfen die Forsttechniker beurteilen. Ich melde nur hin und wieder ganz leise Zweifel an. Aber es steht Weihnachten vor der Tür und wir gehen shoppen. Und zwar kaufen wir uns meine Lieblingsmaschine, einen Kranwagen. Viele haben ihn, keiner will wissen, was er kostet. Oder viele wollen es nicht wissen. Aber es ist Weihnachten und ein bisschen Freude muss man sich machen ab und zu. Wir kaufen uns so ein Ding. Der kostet, so ein mittlerer, 35.000 Euro. Und wir haben vor, dass wir den 15 Jahre lang einsetzen. Jo. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was der kostet in der Stunde. Wenn wir Vollgas unterwegs sind mit dem und er macht 350 Stunden im Jahr, dann kostet er in der Stunde 15,42 Euro mit Abschreibung und allem drum und dran. Das ist super. Die schlechte Nachricht ist nur, ich habe im ganzen Arbeitskreis, glaube ich, keinen einzigen Kranwagen, der 350 Stunden zusammenbringt. Viel wird es, glaube ich, nicht geben, die das schaffen. Aber ist gut, wir sind ein bisschen bescheidener. 120 Stunden ist auch schön. Da bin ich halt allerdings dann schon beim Doppelten. Bei 30 Euro. 120 Stunden fällt mir jetzt auf Anhieb aber auch kein Krananhänger ein, der das schafft im Arbeitskreis. Also habe ich mir die 70 Stunden angeschaut. 70 Stunden Auslastung, das ist so jede Woche 1,5 Stunden oder 2 Stunden, wenn man nicht das ganze Jahr arbeitet, dann bin ich schon fast bei 50 Euro pro Stunde. Und selbst mit der Auslastung habe ich noch nicht rasend viel. Die meisten Kranwagen, die ich kenne, zwar nicht persönlich, aber von den Aufzeichnungen her, sind im Bereich von 30 Stunden in der Woche. Gell? Und jetzt müssen alle ein bisschen stark sein, kurz vor Weihnachten. 111,20 Euro. Da gehen wir uns nicht mehr mit Kleingeld zufrieden, wie auf der linken Seite, da sind dann schon Scheine dahinter. In der Stunde. Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, bei 111 Euro in der Stunde, wenn ich da 5 Festmeter auflege und mit den 5 Festmeter eine Stunde um dumm fahre, dann hat mir das pro Festmeter 20 Euro gekostet. Dann kann ich mir überlegen, ob ich mich viel darüber aufregen mag, dass der Holzpreis um 2 Euro runtergegangen ist oder ob ich vielleicht zuerst einmal ein bisschen auch im eigenen Bereich schaue, wo eventuell auch ein Geld zu holen wäre. Also bevor es jetzt an die Frau daheim denkt oder irgend sowas, zuerst mal bitte den Kranwagen anschauen. Gell? So, alle Kranwagenliebhaber dürfen jetzt wieder durchschnaufen. Jetzt bin ich schon fertig, mich an dem schönen Gerät abzuarbeiten. Jetzt geht es an die Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten haben einen ganz unguten Nachteil im Gegensatz zum Kranwagen. Das sind nämlich wirklich Fixkosten. Die habe ich, ob ich will oder nicht.
die Sozialversicherung, außer ich habe optiert, dann kann ich da natürlich ein bisschen was machen, aber das tut mit gutem Grund auch kaum jemand, zumindest nicht in den niedrigeren Betriebskategorien, wo man die Qual der Wahl hat, sondern die Sozialversicherung bucht oder nein, schickt Erlagscheine alle Vierteljahr. Die sind dann einzahlen. Und das bemisst sich halt am Einheitswert noch einmal. Das sind also weitestgehend Fixkosten, sage ich jetzt einmal. Das ist ganz wenig von den einzelnen Positionen, die ich da vorher aufgezählt habe, um auf die 6.500 Euro zu kommen, die ich weglassen kann. Ich meine, ich kann aus dem Waldverband austreten, super, habe ich 20 Euro gespart. Ich kann aus dem Arbeitskreis austreten, habe ich 160 oder 180 Euro gespart und ich kann auf keinen Kurs fahren, habe ich noch mit 200 Euro gespart. Das sind, wenn ich jetzt schnell rechne, ungefähr 3 Krananhängerstunden oder 4. Die dafür verfahren kann. Also das reißt uns auch noch nicht aus. Ich kann sie, wie gesagt, nur eingeschränkt beeinflussen. Aus dem resultiert umgekehrt, wenn ich die irgendwie zahlen will, diese Fixkosten, die ich nun einmal sowieso habe, dann brauche ich dafür Einnahmen. Und idealerweise besorgt man sich die Einnahmen nicht, indem man den Ehepartner auswärtig arbeiten schickt oder was weiß ich, die Kia noch mehr Silo einfordert oder wie auch immer, dass da mehr kommt, sondern idealerweise besorgt man sich die Einnahmen dort, wo die Kosten auffallen, nämlich im Wald oder aus dem Wald. Und jetzt kommen wir dazu, dass natürlich die Höhe des Einschlags bestimmt, auf wie viel Festmeter sie die Fixkosten verteilen. Überspitzt gesagt, wenn die 6.500 Euro ein Festmeter tragen muss, dann ist er schon teuer. Wenn ich 500 Festmeter habe, schaut die Geschichte schon anders aus. So. Werfen wir einen Blick auf die Einnahmen im Betrieb Musterwald. Ich habe da jetzt unterstellt, nachdem das so ein Mürz da oben ist, hat er nicht wirklich viel Laubholz, wird in Zukunft natürlich auch ein Thema werden. Aber der Betrieb, den wir angeschaut haben, der hat 85% Fichte, 5% Tanne, 10% Lärche. Ganz eine normale durchschnittliche Sortimentsverteilung hat mir der Friedel Klaus gegeben vom Holzmarktreferat. Und ich habe jetzt einmal unterstellt den Holzpreisbericht, den letzten, den ich gefunden habe von der Landwirtschaftskammer Steiermark für Oktober 2022 und der hat mir bei diesen Baumarten und einer ganz normalen Sortimentsverteilung schwach 100 Euro brutto ergeben. Brutto ist das bitte. So. Ja, schauen wir wieder hin auf die Fixkosten. Was passiert jetzt mit denen? Fixkosten kosten fix einmal. Schön viel Geld. Schauen wir uns an, welchen Anteil die Verwaltungskosten am Erlös haben bzw. gleich einmal auffressen. Wenn der Betrieb 290 Erntefestmeter macht, dann birgen davon 23 Euro gleich mal für die Fixkosten ab, sprich für die Verwaltungskosten. Aber bevor die gescheit bei mir sind, sind schon wieder fort. Überbleiben dann mal 77% für die 100 Euro. Das lässt sich super rechnen. Also 77 Euro kehren mir. 23 Euro sind fort. Wenn ich aufgehe mit meinem Einschlag auf 360 Erntefestmeter, dann gebe ich für meine schwach 100 Euro ungefähr 18 ab und 82 Euro bleiben bei mir. Mit denen kann ich dann den ganzen Rest, die Holzerntekosten, die Waldbaukosten und die Straßenkosten abdecken. Ja, aber in die andere Richtung geht das Gespür natürlich auch. Nämlich, wenn ich nur 120 Erntefestmeter mache, dann bin ich bei 50-50. Das ist im Haushalt recht erstrebenswert. Im Wald aber bei den Verwaltungskosten nicht unbedingt. Weil wenn ein 50er von meinen 100er, den ich pro Festmeter Holz kriege, schon wieder fort ist, bevor ich ihn noch gescheit gesehen habe, dann ist es noch mal bedingt spaßig. Und dann muss ich nämlich schon schauen, wie mit die restlichen 50 Euro auskommen, um alle Kosten abzudecken, die noch auftauchen. Ja, Herr und Frau Musterwald rechnen jetzt weiter, nachdem sie sich das angeschaut haben, weil leben tun wir ja Gott sei Dank nicht von den Kosten, sondern von dem, was überbleibt. Das Gespür haben wir schon gesehen, das wissen wir jetzt schon alle, dass bei 120 Erntefestmeter da hinten die türkise Säule ziemlich grauslich ausfällt. Haben wir gerade vorher noch einmal gesehen. Aber wissen wollen wir jetzt ja, was bleibt uns über pro Erntefestmeter bei dem Holzpreis, den wir da angenommen haben. Und da sehen wir jetzt, wenn der Betrieb 290 Erntefestmeter macht, dann bleiben ihm je nach Eigen- oder Fremdleistung 42,5 bzw. 46,5 Euro über. Wenn er 360 Erntefestmeter macht, bleiben ihm als Deckungsbeitrag 46,91 bzw. 50,91, also immer 4 Euro mehr über. Wenn er dagegen 120 Erntefestmeter macht, sind es nur mehr schwach 15 bzw. schwach 19 Euro. Also schon doch deutlich weniger. Sieht man, glaube ich, auf den ersten Blick. Jo. Und sie rechnen da immer weiter, weil in der Regel interessiert uns das ja relativ, also relativ wenig.
Lähm tun wir nicht von dem, dass wir zum Biller gehen und sagen, 50 Euro pro Erntefestmeter sind wir überbleiben, sondern ich kriege eine Rechnung über 123 Euro und die hätte ich dann bitte gerne im Geldtaschel. Das heißt, interessieren tun mich ja nicht die Euro pro Erntefestmeter oder schon auch, aber für das Familieneinkommen wesentlich ist das Gesamteinkommen, das ich erzielen kann. Also schauen wir uns einmal an, was kommt denn da in Summe eigentlich außer? Ich habe jetzt einmal unterstellt, dass die Frau Musterwald ein ganz nettes ist und ihr Mann, der geschlägert hat und den Buben, 13 Euro pro Arbeitsstunde einmal auszahlt. Und dann schaut, was bleibt über im Taschel. Dann bleiben je nach Einschlagshöhe 12.000 Euro über oder fast 17.000 Euro über oder im Fall von den 120 Erntefestmetern 1.788. Also doch deutlich weniger. Ich gehe mal davon aus, dass die Frau Musterwald das nicht auszahlt, sondern die 13 Euro pro Stunde elegant dem Familieneinkommen zuschlägt, dann wird die Zahl natürlich höher, wenn wir die 13 Euro pro Stunde nicht auszahlen, sondern ins Gesamteinkommen einrechnen. Dann liegen wir bei 18.000 oder schwach 19.000 Euro, beziehungsweise schwach 25.000 Euro oder bei 120 Erntefestmeter, also der Minimalvariante, bei nicht ganz 4.500 Euro. Und ich glaube, da kriegt man jetzt wirklich einen Eindruck davon, wie groß die mögliche Bandbreite des erzielbaren Einkommens im Wald draußen sein kann, bei ein und derselben Betriebsgröße. Jetzt ist vielleicht auch klar, warum ich einen Betrieb in der Größe genommen habe, weil einfach das mit den Zahlen, mit diesen Zahlen ein bisschen besser darstellbar ist. Aber im Prinzip ist die Relation auch in kleineren Waldflächen eine ähnliche. Was vielleicht auch ganz interessant ist, da werden 512 Arbeitsstunden gearbeitet und das Einkommen beläuft sich auf fast 19.000 Euro, während da immerhin auch noch 207 Stunden gearbeitet wird, aber das Einkommen nur 4.500 Euro ausmacht. Also da arbeitet er immerhin ein bisschen weniger als die Hälfte, ich sage mal 40%, hat aber in Relation deutlich weniger Einkommen, als er es bei den 512 Arbeitsstunden hat. Bei den 623 Arbeitsstunden gar nicht zum Reden. Und ich sage einmal, vermutlich wird der Betrieb auch noch immer nachhaltig sein, wenn er mit den 360 Erntefestmeter fährt. Und da sieht man schon, dass auch bei einem geringen Einschlag immer noch relativ viel Arbeitszeit anfällt, weil der Waldbau und die Straßenerhaltung bleibt man trotzdem und die 120 Meter muss ich auch machen. Und auch wenn ich ein bisschen weniger in der Verwaltung mache, läppert sich das trotzdem ganz schön zusammen. Und dann ist es interessant, wenn man sich das Stundeneinkommen anschaut, also wie viel wirklich pro Stunde verdient, dann sind wir da bei 37 Euro beim Einschlag von 290 Erntefestmeter, bei guten 40 Euro, wenn der Herr Musterwald plus Sohn 360 Erntefestmeter machen und bei der Variante mit den 120 Erntefestmetern bin ich gerade mal bei der Hälfte von den 360 Erntefestmetern. Und ich sage mal, diese Stundenlöhne für alle, die vorher gesagt haben, 13 Euro sind wir zu wenig, da bitte ist jetzt das, was unter der Voraussetzung natürlich, dass der Betrieb auch seine Kosten im Griff hat und da habe ich vorher ein bisschen was angezeigt, wo man da hinschauen kann, unter der Voraussetzung natürlich, dass der Betrieb A seine Kosten im Griff hat und B, dass eine gewisse Einschlagshöhe gemacht wird. Da sieht man wirklich ganz deutlich, worin wie hoch der Einkommensverlust ist, den man realisiert, wenn man sagt, heuer mache ich weniger Holz, weil ich habe keine Zeit. Nachdem wir gesagt haben, die Fremdleistung schauen wir uns auch noch an, nur nochmal ganz kurz derselbe Vergleich. Die Zahl haben wir schon gesehen mit der Eigenleistung. Wie hoch ist das erzielbare Einkommen bei Eigenleistung? Bei der Fremdleistung ist das Ganze natürlich entsprechend geringer, weil wir ja gesagt haben, die 28 Euro gehen zur Gänze weg vom Betrieb. Trotzdem ist natürlich möglicherweise die Fremdleistung eine Option, nämlich dann, wenn ich das vergib und in derselben Zeit mehr Geld als da die Differenz ausmacht, woanders verdienen. Das ist eine reine Frage der Opportunitätskosten. Wenn ich irgendwo anders mehr Geld kriege als den Stundenlohn, den ich da vorher aufgezeigt habe, dann ist das natürlich die bessere Option.
Die schlechteste Option aus meiner Sicht ist das, was der Max ganz am Anfang schon angesprochen hat, nämlich nichts tun. Also ich erinnere mich noch ganz dumpf, wie ich studiert habe. Habe ich mit einem Waldbesitzer mal geredet bei uns aus der Gegend, aus der von Leitner Gegend, und der hat mir gesagt, er geht selber nicht in den Wald rein, weil er hat keine Zeit. Die Buben sind noch zu klein und wenn Fremden lässt er nicht in den Wald rein. Ist natürlich ein Zugang, der ist legitim, weil es ist sein Wald, damit kann er machen, was er will. Ist gleich legitim wie Gerätschaften anschaffen, die man gerne hätte. Ich bin ja nicht dazu da, irgendwem zu sagen, wie viel Holz er machen soll. Und ich bin auch nicht dazu da, dass ich irgendwem erkläre, welche Geräte er sich kaufen darf. Es darf grundsätzlich jeder auch im Arbeitskreis tun, wie er will. Mein Job liegt nur darin, aufzuzeigen, welche Alternativen es gibt und wie sich das betriebswirtschaftlich auswirkt. Wo es dann jeder mit der Information anfängt, bitte, da sind wir absolut in der Freiheit des Eigentums, das darf jeder umsetzen für sich, wie er mag. Mir ist wichtig, dass die Leute wissen, welche Auswirkungen haben ihre Entscheidungen auf das Familieneinkommen. Ja, das war jetzt einmal die Variante mit dem aktuellen Holzpreis, von dem wir ja wissen, dass er nicht ganz schlecht ist. Wir haben aber natürlich auch schon andere Jahre erlebt. Ich habe schon gesagt, 20 Jahre Arbeitskreis, und ich kann auch durchaus auf andere Zeiten zurückblicken, oder wir alle können auf andere Zeiten zurückblicken. Deswegen, schlimmer geht's immer. Unter dem Motto habe ich mir das jetzt noch ein bisschen angeschaut und habe hergenommen den Durchschnittspreis der Jahre 2016 bis 2020, also das war ein 5-Jahres-Schnitt. Und eben, schlimmer geht's immer. Ich habe mir ein Schadereignis angeschaut. Wir haben gesagt, okay, Windwurf, Käfer, was auch immer, der Holzpreis sinkt aufgrund des Schadholzanfalls und des Überangebots, weil es ein größerflächiges Ereignis ist. Und der Betrieb ist vielleicht auch noch betroffen und hat entsprechend eine ungute Sortimentsverteilung oder ungünstige Sortimentsverteilung, weil er eben direkt auch vom Schadholzanteil oder direkt auch einen Schadholzanteil einen erhöhten hat. Also er ist doppelt betroffen. Also, 2022, jetzige Situation, schwach 100 Euro. In den Jahren 2016 bis 2020 war der durchschnittliche Holzpreis bei 70 Euro, also fast oder gute, nein, knapp 30 Euro weniger. Und dann haben wir nochmal in Absprache mit Klaus Friedl und mit Gerhard Pelzmann unterstellt, wie entwickelt sich der Holzpreis im Schadbetrieb, sprich die Sortimente verschieben sich und der Preis gibt nach. Und sind in diesem simulierten Fall, gibt es natürlich also echt vor Jahren, in dem Fall haben wir halt das heruntergerechnet, kommen wir auf 58,52 Euro durchschnittlichen Holzpreis. Jo, und wenn wir uns jetzt das ganze Gespür dann wieder anschauen, haben schon alle gesehen, mit dem durchschnittlichen Holzpreis, dann sind die Deckungsbeiträge schon immer so schön, wie wir sie vorher gesehen haben. Wenn ihr euch erinnert, vorher waren wir da im Bereich von 40 Euro irgendwo. Jetzt schaffen wir maximal bei Fremdleistungen einen Deckungsbeitrag von 22 Euro bzw. schwach 18 Euro in Eigenleistung. Und mit den 120 Erntefestmeter sind wir da schon negativ. Das heißt, da zahlen wir in Wahrheit zu jedem Erntefestmeter dazu. Beim durchschnittlichen Holzerlös, das ist jetzt bitte ein durchschnittlicher Erlös und noch kein Schadbetrieb. Also da habe ich immer noch eine gewisse Freiheit, nutze ich oder nutze ich nicht. Aber es muss einem klar sein, in dem Moment, wo ich bei durchschnittlichen Holz oder ich sage jetzt mal nicht besonders guten und nicht besonders schlechten Holzpreisen wenig Holz mache, zahle ich pro Erntefestmeter schon einen gewissen Betrag dazu. Ja, und im Schadholzbereich schaut das Ganze natürlich noch viel unlustiger aus. Das ist natürlich die Situation, die sich keiner wünscht und wo man sich das nicht immer aussuchen kann, ob man Holz nutzt oder nicht nutzt. Und ich habe vollstes Verständnis, wenn da jemand sagt, er nutzt bestenfalls das, was er unbedingt muss und sonst nichts und pfeift auf den negativen Deckungsbeitrag, weil der ist dann halt einfach so in der Situation. Aber wir werden später noch sehen, warum das trotzdem nicht ganz unrelevant ist, der Deckungsbeitrag beim Schadholz. Aber wie gesagt, da einen positiven Deckungsbeitrag außer zu erwirtschaften, wird dann schon deutlich schwerer natürlich. Aber das ist jetzt ein Milchmädchenrechnung, kennt man schon fast so. Ja, also Herr und Frau Musterwald kommen zu einem Ergebnis. Jetzt stellen wir alles nochmal gegenüber. Das ist die totale Bandbreite von erzielbaren Einkommen. Also von minus 428 Euro bis 24.991 bei Eigenleistung.
Also da sieht man dann noch mal viel deutlicher, wenn man unterschiedliche Holzpreise unterstellt, wie groß die Bandbreite ist. Wie gesagt, und wer jetzt sagt, aus dem Kleinwald ist nichts zum Verdienen, dann kann ich sagen, da gibt es mindestens 8 von 9 Säulen, die das nicht bestätigen können, dass man da nichts verdienen kann im Wald draußen. Da gibt es eine einzige Säule, die sagt, da kannst du wirklich nichts verdienen, aber mit all den anderen geht ein bisschen was. Also die mögliche Einkommensentwicklung sieht man da nochmal aufgezählt, also zwischen minus 428 und 24.991. Bei Vergabe der Holzernte ist natürlich der negative Anteil ein bisschen größer, weil ich ja die Holzernte zur Gänze bezahlen muss und dafür das maximale Einkommen nicht so hoch. Aber ich habe es eh schon gesagt, da ist natürlich die Frage, was mache ich stattdessen sonst mit meiner Zeit? Ich schaue jetzt gerade einmal noch auf, da gibt es eine Frage. Der Herr Holper fragt, wieso kann ich die Sozialversicherung nicht in Option machen? Ist das unmöglich? Nein, das ist überhaupt nicht unmöglich. Sie können das natürlich machen. Der Nachteil ist nur, wenn Sie bei der Sozialversicherung optieren, dann werden die Sozialversicherungsbeiträge halt nur vom tatsächlichen Einkommen eingehoben und sind dann natürlich entsprechend gering, wenn Sie kein Einkommen aus dem Wald haben. Allerdings sind dann nicht nur die Sozialversicherungsbeträge gering, sondern auch Ihre Pension gering. Weil alles, was Sie da einzahlen, wird ja teilweise auch zur Pension dazugerechnet und wer wenig einzahlt, kriegt halt auch wenig. Das ist der Nachteil davon. Das ist dann vielleicht kein Thema, wenn Sie anderweitig wo versichert sind und dort ohnehin eine Pension erhalten. Nur wenn Sie nur den Wald haben oder nur die Landwirtschaft haben, dann schneidet man sich natürlich mit dieser Option möglicherweise ins eigene Fleisch hinein. Ja, der erzielbare Stundensatz, den haben wir gesehen, der liegt zwischen minus 2 Euro und 40 Euro. Also auch eine ganz schöne Bandbreite. Jetzt schauen wir uns noch 2 bewährte Strategien an, nämlich nachhaltige Nutzung versus Totstellen. Unser Betrieb Musterwald nutzt jedes Jahr die 290 Erntefestmeter. Das geht sich gut aus mit der eigenen Arbeitszeit und allem anderen, was sie zum Tun haben. Als durchschnittlichen Holzerlös habe ich jetzt nicht die super Situation oder die gute Situation angenommen, die wir aktuell haben, weil wir wissen auch sehr gut, wie schnell sich das wieder ändern kann, sondern ich habe diesen Durchschnitt der letzten 5 Jahre genommen mit den 70 Euro. Aber natürlich gibt es immer Leute, die sagen, nein. Wenn der Holzpreis 95 Euro hat, dann warten sie auf 98 Euro. Wenn er 98 hat, warten sie auf 100. Wenn er 100 hat, warten wir auf 105. Und wenn er 105 hat, warten wir auf 110. Und drunter tun wir nichts. Das kann natürlich aufgehen, die Taktik. Das kann so aber natürlich auch nicht aufgehen, die Taktik. Oder ich habe eh schon gesagt, der andere Waldbesitzer, mit dem ich geredet habe, der gesagt hat, er hat keine Zeit und wenn er anderen lässt er nicht. Es gibt viele Gründe, nichts im Wald zu tun. Der zweite Kollege daneben wartet jedenfalls auf einen besseren Holzpreis und macht jährlich 0 Erntefestmeter. Dann schaut das ganze Gespiel voll super aus. Ganz links, 5 Jahre nachhaltige Nutzung, pro Jahr ungefähr 10.000 Euro Einkommen. Der Nachbar, der sich totstellt, liefert pro Jahr zumindest 5.000 Euro ab. Zumindest die Sozialversicherung fällt. Dann habe ich gesagt, ich kann aus dem Waldverband austreten und sonst noch was, aber eine gewisse Summe wirst du nicht los. 5.000 Euro kosten immer. Und zwischen 5.000 Euro Net-Home und 10.000 Euro Home liegen bekanntermaßen 15.000 Euro. Und das machen wir jetzt 5 Jahre lang. Ein Jahr haben wir schon, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Und nach 5 Jahren macht die Differenz nicht ganz 80.000 Euro aus. Und ich meine, es mag Leid geben, ist mir auch schon passiert bei Sitzungen, da habe ich das eigentlich vorgerechnet, dann ist ein Herr aufgestanden und hat ganz lieb zu mir gesagt, das ist alles gut und schön, was ich da viel rechne und das mag auch stimmen, aber was soll er machen? Er braucht das Geld nicht. Das ist ein schönes Problem, man könnte ihn darum beneiden, ich habe ihm vorgeschlagen, er soll vielleicht seine Frau fragen, möglicherweise könnte ihr was einfallen, wie auch immer, aber jedenfalls, man muss dann halt selber entscheiden, ob man auf 80.000 Euro nach 5 Jahren so leicht verzichten kann und mag oder auch nicht. Ich behaupte halt, dass sie die meisten das in der Deutlichkeit sollten vor Augen führen. Aber nur, dass man es einmal gesehen hat, wie groß die Differenz so sein kann. Ja, und was natürlich dann noch dazu kommt, es geht ja nicht nur ums Geld, sondern die nachhaltige Nutzung im Wald draußen hat ja oder sollte auch den Effekt haben, dass ich draußen einen stabilen Wald habe und einen gepflegten Wald habe. Ob ich das mit Naturfüngung mache oder anders,
ist eine Geschmacksfrage oder eine Frage der waldbaulichen Ausrichtung und der Ausbildung und ich weiß nicht, was noch ist. Aber jedenfalls will man einen stabilen Wald. Und das ist der Idealfall, zusätzlich ein Geld zum Investieren. Jetzt sind die Zinsen nicht mehr ganz so mau, jetzt kann man ja über manche Dinge auch wieder nachdenken, was man mit Geld anfangen kann. Und die Alternative, weil die, die 5 Jahre lang nichts tun, die tun meistens 5 Jahre nichts, sondern 10 Jahre nichts oder 20 Jahre nichts. Und dann schaut es halt irgendwann einmal möglicherweise so aus und von Geld braucht es nicht mehr ansatzweise reden mehr. Beziehungsweise es ist ja eine Wurst, wenn ein Sparschwein runtergeht, weil sie kriegen das Geld möglicherweise aber anders her. Aus dem Wald werden sie es jedenfalls eher nicht kriegen, wenn er so ausschaut. Das heißt, es muss sich jeder Betrieb für sich die Frage stellen, was ist das Ziel für meinen Wald? Welches Einkommen soll der Wald lukrieren? Was soll ich erwirtschaften können? Die zweite Frage ist, welche Bedeutung hat der Wald für den Gesamtbetrieb? Bin ich im Haupt- oder bin ich im Nebenerwerb? Gesamtbetrieb ist immer ein spannendes Thema. Ich habe da unten die blärerte Kur aufgeschrieben. Ich habe ganz ehrlich oft ein bisschen das Gefühl, das Problem im Wald ist die Stille. Das, was wir alle so gern mögen, wenn man zum Beispiel Stille googelt auf der Bild, wenn man Bilder sucht und man googelt Stille, kommt man als erstes einmal lauter Waldbüttel. Weil es dort einfach so ruhig ist. Es ist aber dummerweise nicht nur im Wald ruhig, sondern der Wald selber ist auch ruhig. Wenn man mal probiert, 2 Tage nicht in den Stall gehen, das hört man. Das hören auch die Nachbarn und irgendwann hört es auch der Amtstierarzt. Im Wald draußen hörst du einmal ganz lang nichts. Irgendwann kriegst du die Behörde mal mit, wenn die Käfer knuspern vielleicht. Aber grundsätzlich regt sich der Wald nicht auf, wenn nichts gemacht wird. Und das ist ein bisschen ein Problem immer. Wir Frauen hören auch Dinge, die nicht gesagt werden. Vielleicht wäre es besser, wenn wir mehr Frauen im Wald hätten. Aber Männer sind da teilweise echt resistent bei so ganz leisen Tönen. Entschuldigung, das war jetzt so eine Unterstellung. Aber ich glaube, es ist auch nicht ganz falsch. Dass der Wald so leise ist, ist, glaube ich, mit ein Grund dafür, warum es so leicht ist, dort Arbeiten hinauszuschieben. Und es ist natürlich die Frage Eigen- oder Fremdleistung. Kann ich die Arbeit im Wald selber machen? Will ich die Arbeit im Wald selber machen? Und das ist natürlich nicht zum Vernachlässigen. Ich will bitte keinen dazu zwingen, dass er im Wald geht, wenn er sagt, nein, ich habe die Zeit hinten und vorne nicht. Aber dann ist vielleicht doch einmal irgendwann eine ruhige Stunde da, um sich die Alternative zu überlegen, ob er die Arbeit dem anderen übergeben kann. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wenn der Wald möglicherweise recht fragil ist bei der Übernahme, ist es vielleicht nicht die beste Idee, einen Unternehmer einzulassen, den ich nicht kenne, sondern da ist es vielleicht doch besser, die Arbeit zwar langsam, aber doch selbst zu machen, aber mit der entsprechenden Sorgfalt und mit der entsprechenden Arbeitsqualität. Also auch das gilt es natürlich abzuwägen und da ist dann sicher mal besser, die eigene Arbeit kostet 2, 3, 4 Euro mehr, aber ich habe dafür nachher gut gepflegte und nicht anplätzte Bestände, also ich habe um 20 Euro irgendwem das Weiße aus den Augen rausgerissen oder um 18, aber den restlichen Wald kann ich halt nachher und auch schon sehenden Auges noch mehr zum Braunbluchpreis verzeppern. Dann ist natürlich noch die Frage, wie hoch ist der finanzielle Bedarf, sprich, was braucht die Familie? Die Frage der Vorsorge in guten Zeiten, es spricht auch nichts dagegen, wenn der Holzpreis gut ist und die Vorräte das hergeben. Und ich habe noch keinen klaren Wald gesehen, ganz ehrlich, wo die Vorräte das nicht hergegeben hätten, einmal mehr zu machen als der nachhaltige Einschlag laut Waldwirtschaftsplan vorgibt. Das wird auch so gemacht, also man sieht dann den Zahlen auf ganz schön, wann übernommen worden ist, wann hausbaut worden ist. Ja, ganz ehrlich, warum nicht? Wenn die Vorräte da sind und die Situation passt, dann ja. Ich finde es immer noch besser, 3 Jahre mehr einzugreifen, als wir 10 oder 20 Jahre nichts zu tun. Und was natürlich noch dazu kommt, die Frage der Bestände selber. Wie schaut die langfristige Nutzungsstrategie aus im Hinblick auf die Steuerung des Zuwachses? Habe ich für junge Bestände, habe ich alte Bestände? Wie schauen die Qualität und auch der Wert der Bestände aus? Wenn der Holzpreis gut ist, dann bringt man halt auch manche Muggeln an, die man ansonsten nicht wirklich oder die sonst im Sägewerk gleich mal, wo ganz oft die grauslichen Tasten gedruckt werden, sagen wir mal so. Das ist ja oft ein bisschen gnädiger, wenn der Holz oder das angelieferte Holz eher knapp ist. Und natürlich auch der Wert der Bestände. Ich habe es vorher schon gesagt, der schönste Baum ist nicht viel wert, wenn er 200 Meter weg von der Straße steht. Wenn er neben der Straße steht, ist er ungleich mehr wert, obwohl das Holz selber immer gleich schön oder gleich schier ist. Stichwort Bringungslage. Die Bringungslage bestimmt die Holzerntekosten.
Und was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, es geht nicht nur ums Optimieren von Kosten, sondern ich habe es vorher schon gesagt, eine sorgsame Arbeitsweise kostet natürlich Geld, die kostet mir vielleicht ein paar Euro pro Festmeter, nur wenn sie sich auszahlt und sie wird sich vermutlich auszahlen, dann schlägt sie das zwar bei der rein rechnerischen Seite negativ zu Buche, aber langfristig schlägt sie sich natürlich positiv im Vermögen nieder. Also bitte nicht glauben, ich will im Arbeitskreis nur auf das aussehen, dass wir alle niedrige Holzernte-Kosten und hohe Deckungsbeiträge haben, sondern man muss das schon mal vor der Relation des Gesamtbetriebes sehen. Die heutige Aufgabe war nur zu beantworten, ob sich der Kleinwald rechnet und wie er sich rechnet. Aber dass da natürlich haufenweise andere Aspekte noch dazugehören, steht natürlich außer Frage. Und außerdem gibt es da ja noch sowas, das grausliche Wort Risikodisposition. Ein stehender Baum ist ja einerseits ein Wertträger, aber die beinharten Betriebswirte sagen ja immer, ein stehender Baum ist ein Risiko. Solange er steht, kann er umfallen. Und am Weg zum Umfallen kann er noch zerbrechen, zersplittern, was auch immer. Also sicherer ist, wenn er liegt. Das heißt, ich sollte mir natürlich auch überlegen, welchem Risiko sind meine Bestände ausgesetzt. Ich glaube, über das Risiko vom rechten Bestand brauchen wir nicht großartig reden. Diese Solettin mit grünem Käppchen oben drauf, da fragst du nicht, ob sie umfallen, da fragst du, wann sie umfallen. Das in der Mitte dagegen ist ein Bild aus unserem Lehrforst, darf ich jetzt auch noch mit kleinem Stolz anmerken. Wer genau schaut, sieht vielleicht auch, dass da in der Mitte drinnen ein Hochsitz steht, gell? So als kurzer Seitenhieb, auf noch einen Aspekt, den wir da jetzt in der Form gar nicht berechnen können, aber der natürlich auch ein bisschen was ausmacht, dieser Hochsitz da in der Mitte drinnen. Das heißt, man sollte schon mal seine Bestände anschauen, wie steht es um den Pflegezustand, wo sollte ich zuerst einmal möglicherweise abfahren und wo bin ich schon auf einem relativ sicheren Weg. Also auch das ist zu berücksichtigen. Ist Geld allein, ist es natürlich nicht. Das haben wir eh schon gesagt. Ja. Also der Betrieb Musterwald hat sich das jetzt alles durchgerechnet, hat auch sonst noch alles in Betracht gezogen, was er so im Arbeitskreis hört. Sie wissen jetzt, Herr und Frau Musterwald, wo die Hauptkostenblöcke sind. Dort kann ich nachjustieren, wenn ich möchte. Bei den Holzerntekosten haben wir eh schon gesehen mit Maschinen und Auslastung. Bei den Verwaltungskosten kann ich in erster Linie noch mit der Einschlagshöhe arbeiten. Damit bin ich bei der Einschlagstrategie. Klar ist natürlich immer, wenn ich agieren kann und nicht nur reagieren kann. Wenn ich immer getrieben bin von dem, was mir der Käfer und der Wind so hinlegen, bin ich natürlich in einer schlechteren Position, als wenn ich gezielt selber meine Bestände auswählen kann, wann sie und wie sie zur Nutzung anstehen. Dass das nicht immer in der Hand der Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen liegt, ist mir natürlich auch klar. Aber es ist trotzdem immer günstig, wenn ich da eher auf der Seite dessen bin, der handeln kann, als wie auf der Seite des Getriebenen. Markt berücksichtigen, glaube ich, da sind wesentlich mehr Experten als ich, was den Holzmarkt angeht. Was immer eine spannende Diskussion ist, ist die vom richtigen Zeitpunkt. Wann ist der richtige Zeitpunkt für schlechtes Holz? Wann ist der richtige Zeitpunkt für gutes Holz? Kann man, glaube ich, auch nur mit Blick auf den eigenen Wald beantworten und auf den Gesamtbetrieb. Aber jedenfalls im Hinterkopf hat das, glaube ich, auch jeder. Worüber wir gar nicht geredet haben, aber das kommt eh beim Waldmontag immer wieder zur Sprache. Gott sei Dank ist das Thema Ausformung. Da wird ja oft auch an der falschen Seite gespart oder auch verschenkt. Eher verschenkt, wage ich zu behaupten. Da bin ich wieder dort. Also ich glaube, dass wesentlich mehr Geld mit der Ausformung verschenkt wird, als eine Holzpreisschwankung von 1 oder 2 Euro ausmacht. Da kann man vielleicht einmal überlegen, ob man nicht in die Richtung einen Kurs macht. Ich habe vorher so gehört im Vorgespräch, es gibt wieder einen entsprechenden Kurs für Laubholz in dem Fall, aber die Kurse gibt es auch für Nadelholz. Also wer dort einmal mitmacht, müsste eigentlich spätestens nach 3 Jahren ein bisschen was bemerken bei seinen Deckungsbeiträgen, weil da liegt richtig ein Geld drinnen. Der Kollege Friedl macht sich da Gott sei Dank eh immer sehr verdient darum, dieses Wissen, das es da gibt, auch zu den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern zu bringen. Ja, letztendlich ist die Frage immer, bin ich im grünen oder bin ich im roten Bereich? Und natürlich hat das Ganze eine kurzfristige Dimension und eine langfristige. Ich kann kurzfristig im grünen Bereich sein, ich habe ja schon gesagt, das ist kein Problem. 360 Erntefestmeter, maximaler Deckungsbeitrag, ich kann auch 500 Erntefestmeter machen. Und alles ist super und es kommt schön viel Geld in die Kasse. Langfristig geht das natürlich nicht ewig, aber das ist, glaube ich, an jedem klar.
Umgekehrt geht es natürlich auch kurzfristig, wenn ich halt nur Bestände zum Pflegen habe oder instabile Bestände, wo ich nur sehr vorsichtig arbeiten kann, mit hohen Kosten vielleicht arbeiten kann, dann wird es kurzfristig was kosten, langfristig aber einen Ertrag bringen. Am schönsten ist natürlich, wenn es kurz- und langfristig grün ist, das hat man halt nicht immer in der Hand, aber man kann es mitgestalten. Und selbst wenn man es vielleicht selber nicht mehr für sich so gestalten kann, zumindest für die nächsten Generationen kann man schon die Schienen dorthin legen. Aber das Ganze hilft nichts. Ich habe am Anfang schon gesagt, wenn ich halt nur mit dem Blick auf die letzte Hutsabrechnung oder mit dem Blick aufs Konto oder aufs Geldtaschel arbeite. Ich brauche schon ein bisschen solidere Grundlagen. Es schadet nichts, sich ein Betriebsziel zu überlegen. Also wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, was sind meine waldbaulichen Zielsetzungen, was sind meine betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen, wie schaut es mit der Arbeitskraft, mit den anderen Ressourcen aus. Waldwirtschaftsplan hat noch keinen geschaut, damit man wirklich einmal nicht nur ein Gespür hat, sondern auch Zahlen hat. Betriebsaufzeichnungen, dazu sage ich jetzt nicht viel. Ich glaube, man hat gesehen, was man damit so anstellen kann. Und aktuelles Wissen ist natürlich auch kein Nachteil. Gibt es nicht nur in der Fast-Bichl, sondern auch beim Waldverband und in Zeitungen und beim Waldmontag und ganz viele Möglichkeiten. Also wer sagt, er hat keine Chance, an ein aktuelles forstliches Wissen zu kommen, der will es nicht, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Aber das Allerwichtigste ist für mich, und je älter ich werde, desto inniger glaube ich das, ist Allerwichtigste ist für mich, dass man nicht aufhört zu fragen. Am meisten fürchte ich mich ganz ehrlich vor Leid, ganz egal ob in der Forstwirtschaft oder sonst wo, die glauben, sie wissen schon alles. Und sie brauchen nichts mehr tun, weil sie haben es eh schon kapiert. Und die Leute, die ich kenne, die wirklich erfolgreich sind, das sind die, die immer wieder nach neuen Sachen schauen, die schauen, dass mehr erfahren, dass was Neues erfahren, die mit anderen reden und sich mit anderen austauschen. Und damit bin ich jetzt bei dem, was wir im Arbeitskreis Forst noch machen, außer Zahlen zu fitzeln. Ich kann jetzt alle beruhigen, das Zahlenfitzeln ist das Geringste im ganzen Arbeitskreis. Das meiste davon mache eh ich. Die Mitglieder müssen halt aufschreiben, was tun und aufzeichnen. Sag vielleicht der Tom da ein bisschen was dazu, wie hoch der Aufwand ist. Aber das meiste, was wir machen, ist was anderes. Im Arbeitskreis treffen wir uns in Zukunft mit dem neuen Förderantrag nicht nur viermal jährlich in der Region, sondern sechsmal jährlich. Ich darf ein bisschen mehr machen in Zukunft. Also wir treffen uns viermal jährlich vor Ort mit dem Arbeitskreis. Zweimal jährlich können wir in Zukunft auch Online-Treffen anbieten. Was machen wir dort bei diesen Arbeitskreistreffen? Wer bei anderen Arbeitskreisen ist, der kennt so dieses Schema der Arbeitskreisberatung eher ein bisschen. Ich hole entweder einen Referenten, der uns was vortragt, meistens in Kombination damit, dass wir uns was anschauen. Wir gehen in einen Mitgliedsbetrieb oder in irgendeinen anderen Betrieb, wo jemand sagt, du, das war halt spannend, oder den ich kenne, oder wo die Kollegen sagen, du, das sollte man sich einmal anschauen. Das sind oft einmal eine Großbetriebe oder auch Sägewerke oder was auch immer. Und also die meiste Zeit, kurz und gut, stehen wir im Wald. Außer wir sind online unterwegs. Im Herbst fahren wir mal gemeinsam mit den Meistern 2 Tage auf Exkursion. Waren wir heuer in Slowenien unten. Also wir fahren immer in ein anderes Bundesland oder ins angrenzende Ausland, weil in der Steiermark, es kommen ja alle irgendwo aus der Steiermark, da kann ich nirgendwo hinfahren, damit es für alle was Neues ist. Die Kennzahlenauswertung haben schon, also das ist das, was wir da jetzt da besprochen haben. Aber das Wichtigste für mich im Arbeitskreis ist dieser Erfahrungsaustausch. Das ist das, was ich angesprochen habe. Man kann nie nur wissen, und es wird bei den Arbeitskreistreffen wahnsinnig viel diskutiert. Es wird sehr offen diskutiert. Vor allem auch bei diesen Betriebsbesichtigungen bei Mitgliedern, die sehr beliebt sind, sowohl bei den Besuchten als auch bei den Besuchern, weil ganz oft geht es darum, dass ein Waldbesitzer sagt, ich habe das und das vor, ich weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll, oder ich habe das und das gemacht, sagt es mir, wie ihr es findet. Und dann stehen wir halt im Wald draußen und diskutieren diese Sachen. Und teilweise geht es dann also weiter, dass manche sagen, ja, bei dem habe ich das und das gesehen, dann muss ich irgendwann nochmal hinfahren und mir das nochmal anschauen und ein bisschen mehr reden. Oder ich habe dort eine Maschine gesehen, einen Kranwagen zum Beispiel. Man muss jetzt ein bisschen genauer wissen, wie das funktioniert und wie das ausschaut mit dem. Also das ist für mich ein ganz zentrales Element, dieser Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern. Kosten dort das Ganze 180 Euro pro Jahr. Da ist das alles, was da draufsteht, odeckt. Wer sind jetzt die Mitglieder? Die Mitglieder sind der Grund, warum der Erfahrungsaustausch so gut funktioniert. Die sind nämlich durch die Bank
interessierte Leute, ich sage einmal überdurchschnittlich interessierte Leute und motivierte Leute, auch sehr erfolgreiche Waldbesitzer, also da sind haufenweise Staatspreisträger, Leitbetriebe und dabei. Es kommen Gott sei Dank aber immer wieder junge Waldbesitzerinnen und Besitzer dazu und auch neue Waldbesitzerinnen und Besitzer und davon lebt das Ganze, auch von dieser Mischung. Also man braucht jetzt auch keine Angst haben, wenn man noch nicht der Vollprofi ist, dass man da nicht zu wie darf, sondern gerade die forstlichen Jungspunde quasi haben genau dort eine super Möglichkeit von den alten Hosen zu lernen. Aktuell sind es 55 Mitglieder, die Waldfläche geht von 14 Hektar bis 225. Mit 600 Hektar haben wir einen Betrieb, den habe ich in Klammer geschrieben, weil der wird separat ausgewertet. Die anderen Betriebe werden in regionalen Gruppen zusammengefasst. Da gibt es einen Arbeitskreis im oberen Murtal, einen in Litzen, einen in Murmürztal und einen in der Weststeiermark. In der Oststeiermark gibt es leider aktuell keinen, weil das eben doch für kleinere Betriebe oft einmal nicht so dringend ist, sich da im Wald näher zu beschäftigen. Sollte man es irgendwann einmal schaffen, Herr Weber, dass wir in der Oststeiermark auch wieder einen Arbeitskreis zusammenbringen, dann freue ich mich natürlich. Dann machen wir dort auch wieder an. Ja, das sind jetzt noch ein paar Bilder von dem, was wir da gemacht haben. Das war ein Arbeitskreistreffen zum Thema Eschentriebsterben. Das war heuer, da waren wir bei der, wie heißt es, bei den Quellschutzwäldern der Stadt Wien in Wüdalten drinnen. Das war ganz spannend, da waren wir in der, schon, eigentlich schon fast in Kärnten, bei einem Mitgliedsbetrieb. Da ist es aktuell auf dem Foto darum gegangen, dass man die unterschiedlichen genetischen Herkünfte an Form der Zapfenschuppen ganz deutlich gesehen hat. Da haben wir einen Bezirksförster dabei gehabt, der hat sich da irrsinnig gut auskennt. War extrem spannend, was der erzählt hat über diese unterschiedlichen Genotypen bei der Fichte. Das war auch heuer, da waren wir beim Haslacher in Breding unten im weststeirischen Arbeitskreis und das ist so ein typisches Büttel von einer Exkursion. Ja, wer jetzt sagt, den ich mir gern anschauen, der ist herzlich eingeladen. Wir haben jetzt dann die letzte Runde der Arbeitskreistreffen. Ab nächster Woche, am 12. Dezember, sind wir in Weißkirchen bei Judenburg. Da geht es um die Frage der Umstellung auf Dauerwald. Am 14. Dezember sind wir in St. Michel zum Thema Windwurfmanagement. Von vorne bis hinten, also vom Aufarbeiten bis zum Aufforsten und darüber hinaus. Und am 19. Dezember sind wir in Selztal oben. Da gibt es ehemalige Torfabbauflächen, die in forstliche Bewirtschaftung gesetzt worden sind, wo die Bestände jetzt so an die 90 Jahre alt sind und dementsprechend natürlich spannend zu bewirtschaften sind. Also alle, die es interessiert, sind herzlich willkommen, da vorbeizuschauen. Ich würde nur darum bitten, sich bei mir anzumelden. Ich bin, wenn man sich das jetzt nicht merkt oder anschreibt oder wie auch immer, über die Fast Bichl fast jederzeit erreichbar, dann bitte einfach eine Mail hinschicken oder kurz anrufen oder einem Sekretariat anrufen und sagen, ich möchte gern dort oder da hinkommen, dass ich weiß, wie viele Leute wir ungefähr sind. Ja, damit bin ich jetzt am Ende mit meinem Vortrag, Max. Sag vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, diese Zahlen vorzustellen, weil ich sage immer, die Zahlen sind, wie gesagt, nicht dazu da, möglichst niedrige Erträge, möglichst niedrige Kosten und möglichst hohe Deckungsbeiträge hervorzukehren, sondern einfach Möglichkeiten aufzuzeigen. Deswegen machen wir diese Aufzeichnungen. Ja, danke nochmal und jetzt darf ich wieder zurückgeben an dich, Max. Ja, besten Dank, Dagmar. Du bist gekauft als Referentin für den Waldmontag, gell? Ja, super. Ich kann auch einen Betrieb auch rechnen. Das nächste Mal rechnen wir einen oststeirischen Betrieb mit 4 Hektar. Der Paul Lang, unser Obmann, hat geschrieben, die Dagmar ist genial. Und die Gabi Scheikl, ich nehme mal an, aus Mürztal, hat geschrieben, bitte lass diese Frau öfter referieren. Absolut perfekt. Danke vielmals. Thomas, in der Oststeiermark, drüben haben wir ja keinen Arbeitskreis. Forst haben wir jetzt gerade gesehen und gehört. Wenn man Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer mit diesen gesamten Zahlen konfrontiert, was kriegt man da für Rückmeldung drüben in der Oststeiermark? Ja, ganz, ganz eine spannende Geschichte eigentlich. Wie die Frau Karisch gesagt hat, zum Verdienen ist immer was. Tut man was, hat man was, tut man nichts, hat man nichts auf gut steirisch. Vielleicht kurze Einleitung, bei Eckdatenzahlen habe ich ja von unserer Regionalstelle bei Hartberg-Fürstenfeld. Wir haben da eine durchschnittliche Betriebsgröße
was jetzt die Waldfläche jetzt nur betrifft, bitte, oder sagen wir es besser 6-7 Hektar. Natürlich im Oberland, also im Wechselgebiet, ist die Betriebsstruktur ein bisschen höher. Und im südlichen Teil natürlich nimmt es dann immer ab. Wir haben eine kleine Auswertung oder Auswertung mal gemacht auf unsere Waldhelferrolle, was die Jahresmenge betrifft. Pro Waldhelfer, da kommen wir auf durchschnittlich auf 14, 15 Festmeter pro Abrechnung. Also das heißt schon mal, dass man pro Zug sich immer zwei Partien oben hat. Natürlich kommt es oft vor, dass man 3, 4, 5 Partien am Zug oben hat. Ist natürlich mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, das Ganze. Der Kleinwaldbesitzer braucht natürlich sicher mehr forstliche Beratung, Betreuung in seinem Wald und natürlich der, was sein Wald regelmäßig bewirtschaftet, weil er die gewisse Betriebsgröße hat, der tut sich dadurch sicher leichter. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Harvesternutzungen oder die Bauernakkordanten, was draußen unterwegs sind, was in Zukunft sicher eine sehr wichtige Rolle sein werden oder spielen werden, oder du hast ja einfach ein Klargewerbe angemeldet haben, die Partien oder die Nutzungen sind trotzdem, die haben zugenommen in den letzten Jahren. Nicht jeder kann sein Wald selber bewirtschaften, ob das jetzt an Mangel der Erfahrung oder an der Ausrüstung liegt. Oder wie ich Frau Karisch dargestellt hat, mit dem Krananhänger, mit der Liebhaberei. Das ist, da kann ich ein Märchen erzählen oder Märchen erzählen, wie viele Betriebe das gibt, die wirklich sowas angeschafft haben. Aber meistens ist es der Faktor Zeit, was ist, dass sie einfach einen Dienstleister, dass die Bauern einen Dienstleister nehmen eigentlich, gell? Weil sie berufstätig alle sind. Und wie gesagt, da ist einfach der Faktor Zeit eine ganz tragende Rolle, dass die Dienstleister einfach die Partien auf die Nutzungen zugenommen haben. Und die Krananhänger sind sicherlich ein Reizwort, gell, für viele Betriebe, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man von einem oststeirischen Landmaschinenhändler weiß, dass er 400 Stück im Jahr verkauft, dann kann man sich das schon ausrechnen, gell, wie viele Krananhänger das es gibt. Und von der Auslastung her hat uns die Dagmar gezeigt, gell, was das wirklich letztendlich bedeutet. Thomas in Leoben, du bist ja schon einige Zeit Arbeitskreismitglied. Was war für dich persönlich so die wichtigste Entscheidungsgrundlage, dass du gesagt hast, ich gehe da dazu? Naja, im Endeffekt war es einfach so, die Dagmar war beim Waldverband Holzstammtisch und dann haben wir gedacht, ja, da gehe ich dazu und das schaue ich mir an und ich habe es bis jetzt eigentlich nie bereut, das ist sehr interessant. Und der Erfahrungsaustausch, wie die Dagmar schon gesagt hat, unter die Kollegen, das ist wirklich, das bringt eigentlich wirklich sehr viel, weil die meisten sind ehrlich und da kann man immer irgendwas mitnehmen, eine neue Idee oder irgendeine neue Herangehensweise. Also das bringt mir neben die Zahlen eigentlich, finde ich, am meisten. Für mich. Was bringt dir das selbst, da genauer betriebswirtschaftlich Bescheid zu wissen über deinen eigenen Forstbetrieb? Naja, natürlich die Holzerntekosten, dass man da quasi unterm Jahr oder am Ende des Jahres, je nachdem, wie man es auswertet, hat. Und da kann man natürlich schauen, naja, im Vergleich zu einer Firma, wenn ich alles vergib oder nicht, kann man da, wie viel verdiene ich mir in der Stunde quasi? Also das ist für mich sehr ausschlaggebend, weil ich ja auswärts auch Holzarbeit und da kann man das schon sehr gut vergleichen, auch mit anderen Betrieben auch und wo ich auswärts arbeite und das bringt mir eigentlich sehr viel. Dagmar, du hast ja gesagt, 20 Jahre leitest du diesen Arbeitskreis und wenn man dir da zuhört beim Referieren, merkt man, dass diese Themen ja dich doch auch sehr emotionalisieren. Was sind so die Themen, was dich wirklich ein bisschen narrisch macht, so formuliert, so salopp formuliert, oder wo wirklich massiver Handlungsbedarf besteht oder wo vielleicht das nicht so bewusst ist, was man unbedingt tun sollte? Ganz ehrlich, narrisch macht mich gar nichts. Weil einerseits habe ich eh schon gesagt,
liegt bei jedem selber, was er aus dem macht. Wir können anbieten und erklären und veranschaulichen und gemeinsam erarbeiten, aber ich sage, weißt du, das ist, ich bin eine Reiterin. Du kannst raus zum Wasser führen, aber saufen musst halt immer noch selber, bitte das jetzt nicht so persönlich nehmen, aber ich glaube, es wissen alle, was damit gemeint ist. Also insofern narrisch machen, was mir ein bisschen narrisch macht, ist, wenn die Aufzeichnungen ganz spät daherkommen, aber gut, dann muss ich halt im nächsten Jahr, wenn unser Femme for Forest Projekt vorbei ist, wieder ein bisschen mehr die Zügel etwas straffer anziehen. Nein, wirklich narrisch machen tut mir nichts. Es ist im Gegenteil so, dass ich auch nach 20 Jahren die Arbeit im Arbeitskreis unglaublich gern mag, weil einfach wahnsinnig klasse Leute zusammenkommen. Es kommen lauter engagierte Waldbesitzer, weil es geht ja keiner zum Arbeitskreis, der nichts will, der nichts wissen will oder sonst wie, sondern da sind ja wirklich lauter interessierte, motivierte Leute dabei, die ich teilweise mittlerweile auch wirklich schon lange kenne. Also da inklusive der Kinder, die irgendwann noch mal Babys waren und, oder teilweise schon die Enkelkinder. Und das ist eine unglaublich tolle, motivierende Arbeit, weil es ist fast eine Luxusgeschichte, weil das sind lauter Leute, die was wollen. Das ist herrlich. Nein, ich mache das echt gern, immer noch. Und wenn es vielleicht meine Aufzeichnung ein bisschen früher abgehen könnte für alle Arbeitskreismitglieder, die gerade zuhören, dann bin ich absolut happy. Und dann mache ich einen Krananhänger Gebrauchtmarkt auf irgendwann einmal. So zur Pension, dann zur Abfederung vom Pensionsjob. Sag mal gleich eine kurze Frage aus Niederösterreich. Michael Kuhn fragt, kann man aus Niederösterreich auch Waldbesitzer beim Arbeitskreis werden? Selbstverständlich, gerne. Es sollte halt nur für Sie machbar sein, dass Sie auch kommen können, damit Sie dann nicht den Frust haben und einen Mitgliedsbeitrag zahlen und nie kommen können. Arbeitskreistreffen sind üblicherweise am Vormittag. Das ist ab und zu für die Berufstätigen ein bisschen Problem, dass man sich da halt nicht immer frei nehmen kann. Aber wenn man in den Wald ausgehen will, ist das halt am Vormittag in der Regel am praktischsten. Aber selbstverständlich ist dann vermutlich der Arbeitskreis Murmürz der geeignetste für die Niederösterreicher. Ja, cool. Oder in Werner Löffler buserieren, dass er auch wieder anmacht. Herr Kuhn, ein Mail an Dagmar Karisch-Gera oder an den Waldverband. Wir leiten das einfach weiter. Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal in Thomas Oststeiermark fragen, wo glaubst du, wo man ansetzen müsste? Also es gibt ja, heute haben wir die betriebswirtschaftlichen Zahlen gesehen. Ja, wir haben jetzt ja verschiedenste Themen gehabt, beim Waldmontag auch. Es ist ja absolute Notwendigkeit, dass wir was tun im Wald. Gell? Und wir wissen alle, dass wir sehr viele Rückstände in vielen Bereichen haben. Wo müsste man wirklich ansetzen, dass wir da ein bisschen mehr noch vorwärts kommen? Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Man muss bei den Betrieben vor Ort sein. Man muss mit dem Besitzer im Wald gehen. Man muss ihm das sagen, du, das ist zu machen, schau her, das zahlt sich aus. Nur ein klassisches Beispiel, vorige Woche am Freitag war ich bei einem Betrieb, der hat, keine Ahnung, 2,5-3 Hektar oder was, dann habe ich den Wald ausgezahlt. Natürlich hat er gesagt, ja, ihr müsst das viel zu viel auf einmal, er wird das auf dreimal machen, dass die ganze Sache, und dann hat er noch eine Wertschutzsuppe mit seinen Sachen auch noch dabei gehabt, die schneiden wir im Mann um. Wie gesagt, man muss auf der Fläche sein, man muss bei den Betrieben hinkommen, dann kann man sich das auch zahlen, was möglich ist. Man kann sich natürlich auch bei anderen Betrieben, natürlich auch Fahrzeugbetriebe Beispiele holen oder einfach vorschauen, wie es funktioniert. Meine Meinung, wie gesagt, einfach auf der Fläche präsent sein und die Betriebe einfach zahlen im eigenen Wald, was möglich ist, dann kommen wir sicher weiter. Also die Schlagzahl der Beratungen zu erhöhen. Ja, forstliche Beratung, das ist Summen drauf. Ich bin ja überzeugt, dass es wirklich auch kleinflächig sehr gute Beispielsbetriebe braucht. Absolut. Wo man das zeigen kann. Gibt es auch, aber leider noch zu wenige. Aber es gibt genug Fahrzeugbetriebe, die was 5 Hektar, 6 Hektar, egal. Man braucht jetzt nicht das auf die Hektar beschränken oder wie auch immer. Es gibt da wirklich super Betriebe, die was in die Waldwirtschaft einfach mit so einer Leidenschaft betreiben. Und wie gesagt, da können sie manche auch anhalten. Also da gibt es aber natürlich Luft nach oben. Absolut.
Thomas in Leoben, wenn du das ist aktive Bewirtschaften eurer Wälder jetzt so Revue passieren lässt auf euren Betrieb, was hat das euren Betrieb in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gebracht, weil ihr macht ja das nicht erst seit gestern, sondern schon wirklich sehr lange von deinem Vater schon. Also was hat es wirklich gebracht für den Betrieb? Naja, uns hat es natürlich sehr viel gebracht. Meine Eltern haben ja sehr viel zugekauft an Waldfläche. Das muss man ja finanziell auch irgendwie stemmen. Und das ist natürlich mit einem guten Hutserlös, beziehungsweise wenn man die Hutsarbeit selber macht, einfacher zu handeln. Und nachdem mein Opa die Forstwirtschaft auch schon sehr intensiv betrieben hat, kann man da schon jetzt auf gut 60 Jahre intensive Forstwirtschaft mindestens rückblicken und da das sieht man in die stabilen Bestände, finde ich, und in der Wertigkeit der Bestände. Also das hat schon Sinn, sage ich. Und ich versuche das halt so zu weiterführen. Wird in Zukunft sicher nicht einfacher mit der ganzen Klimageschichte, aber man muss immer irgendwie seinen Weg finden. Also das wird schon irgendwie funktionieren. Aber um die Nachfrage nach dem Rohstoff Holz machst du dir keine Sorgen, oder? Also die Nachfrage wird auch zukünftig gegeben sein. Ich glaube, also ja, und sonst Brennholz geht, nachdem die Brennholznachfrage so hoch ist, kann man halt einen Blocher aufschreiben. Nein, aber das, ja, im Prinzip schon. Also das Holz wird jetzt seit Jahrtausenden verwendet. Warum soll es jetzt in 20, 30 Jahren nicht mehr verwendet werden? Also ich bin da guter Dinge. Also einerseits, die eine Seite ist natürlich die Möglichkeit, Wald zukaufen zu können. Die andere Seite ist natürlich, dass man das auch betriebswirtschaftlich finanzieren kann. Und da seid ihr sicherlich ein Beispiel dafür. Und die Zahlen von der Dagmar bilden das ja ab, dass das möglich ist, gell, wenn man das so betreibt und das über Jahrzehnte. Bevor wir die Schlussrunde machen, noch ein paar Informationen für euch Zuseherinnen und Zuseher. Wir stellen den Waldmontag natürlich wieder auf YouTube, auf unserem Waldverband Steiermark-Kanal. Ganz eine wichtige Info, und das haben wir vorher auch schon gehört, dass Weiterbildung essentiell auch ist und dass speziell auch die Holzausformung wirklich total wichtig ist, um auch entsprechende Erträge letztendlich zu lukrieren zu können beim Verkauf. Übermorgen am Mittwoch gibt es in der Oststeiermark in Böllau die Möglichkeit, an einem Ausformungsseminar für Laubholz teilzunehmen. Beginnt um 9 Uhr mit dem Theorieteil in Gasthof Gruber in Böllau und am Nachmittag mit dem Praxisteil dort in der Region. Die Teilnahmegebühr, die normalerweise 60 Euro ausmachen würde, ist reduziert auf 20 Euro für das Mitglied. 20 Euro der Kosten übernimmt der Waldverband Steiermark, also die Waldverband Steiermark GmbH, und 20 Euro übernimmt der Waldverband Hartberg-Fürstenfeld. Für alle die aus dieser Region sind, bitte telefonisch anmelden beim Harald Ofner, so schnell wie möglich, damit wir dieses Seminar letztendlich auch veranstalten können. Wir leiden noch ein bisschen unter einer zu geringen Teilnehmerzahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Hartberger oder die Oststeiermark-Mitglieder sollen sie oder müssen sich ein Beispiel nehmen an Graz-Ost, weil da haben wir die gleiche Veranstaltung vor 14 Tagen gehabt und da haben wir über 40 Teilnehmer gehabt. Also, liebe Mitglieder in Hartberg-Fürstenfeld, nehmt ein Beispiel. Anmelden, Mittwoch teilnehmen. Anmelden beim Ofner Harald. Nächsten Montag haben wir natürlich auch wieder einen Waldmontag. Es dauert noch ein bisschen bis Weihnachten. Das ist dann der vorletzte Waldmontag vor Weihnachten. Wir wagen einen Blick nach Brüssel und werden Simone Schmidbauer befragen, was es mit der europäischen Forststrategie auf sich hat. Das ist also irgendwie für uns alle, glaube ich, so ein bisschen ein nebuloses Gebilde. Und wir wollen ein bisschen mehr Klarheit darüber bekommen, was es bedeutet, was die Inhalte sein sollen und was das letztendlich auch auf regionaler und nationaler Ebene bedeutet. Machen wir gemeinsam mit der Simone Schmidbauer und mit dem Martin Höbert vom Waldverband Österreich. Dagmar, zum Schluss. Was würdest du noch gerne so eine Botschaft vermitteln unseren Zuseherinnen und Zusehern?
Botschaft. Zuerst einmal ein Dankeschön an alle, mit denen ich immer zusammenarbeiten darf im Arbeitskreis in der FAST Bichl. Es ist echt eine wunderbare Arbeit mit so vielen tollen Leuten, die so viel wissen. Immer wieder was zu machen, ist wirklich eine tolle Aufgabe. Was möchte ich mitgeben? Schätzt euch einen Wald, nutzt euch einen Wald. Das ist eine der Ressourcen, die beim Nutzen nicht weniger wird. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann habt ihr für euch was Gutes getan, habt hoffentlich einen stabilen Wald. Und dann habe ich das vermittelt und es umgekommen ist, was ich heute sagen wollte. Danke. Dankeschön, Dagmar. Thomas aus der Oststeiermark, für deine Betriebe drüben, was möchtest du denen noch sagen? Ja, ich kann mich da der Bakarischen auch anschließen. Bewirtschaftet euch eure Wälder, tut was draußen. Seid euch wo unsicher oder dann sind in jeder Regionalstelle in ganz Steiermark super Waldhilfe unterwegs, die was euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, egal was ist. Einmal zu oft gefragt, macht nichts, ist immer gut, fragen, kostet nichts. Ich sag, bewirtschaftet euch eure Wälder dann. Dann geht das Ganze vorwärts. Danke, Thomas. Thomas, du hast noch die Möglichkeit, ein Plädoyer zu halten für den Arbeitskreis Forst. Ja, geht's dazu, ist super. Nein. Bringt euch einen Krankenwagen mit. Das ist der Running Gag, oder? Ja. Eins ist mir jetzt noch eingefallen, und zwar im Mürztaler gibt es auch einen Forstbetrieb oder einen Waldbauer, und der hat immer gesagt, und der ist auch ein Betrieb, der sehr viel dazu gekauft hat und auch aus dem gleichen Grund, so wie der Thomas gesagt hat, weil sie wirklich immer aktiv bewirtschaftet haben, und der hat immer gesagt, die Baum müssen die Motorsack hören, damit sie wachsen. Und das war sein Erfolgsgeheimnis, hat er mal erzählt, und deswegen hat er seinen Betrieb auch die Betriebsgröße verdoppelt. Innerhalb von 20 Jahren von 50 Hektar auf über 100 Hektar Waldfläche. Liebe Mitglieder, liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, die forstliche Ausbildungsstätte Bichl, der Waldverband Steiermark, wir bedanken uns bei eurem Dabeisein und freuen uns natürlich wiederum, wenn ihr nächsten Montag dabei seid, wenn es heißt, der Waldmontag, der digitale Holzstammtisch von der forstlichen Ausbildungsstätte Bichl gemeinsam mit dem Waldverband Steiermark. Jetzt habe ich das Ganze umgedreht. Freuen uns, wenn wir wiederum wichtiges Wissen über die Bewirtschaftung eurer Wälder in eure Wohnzimmer bringen. Macht es gut, einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir sehen uns. Danke, tschüss euch, baba. Bitte euch. Bitte euch.